Herr Rubesch, erstmal das Wichtigste, die EM-Qualifikation ist vorzeitig geschafft. Aber wie sehr haben Sie heute gelitten an der Seitenlinie? Gelitten habe ich eigentlich gar nicht, weil wir haben in der ersten Halbzeit einfach zu viele Chancen liegen lassen wieder. Und das ist das Einzige, was mich gestört hat. Also gelitten habe ich nie, weil wir haben es ja in der Halbzeit der Mädels auch nochmal gesagt, hör zu, wir müssen uns einfach besser selber belohnen und vor allen Dingen nicht mithelfen, dass der Gegner da eine Torchance kriegt, die er nicht mal rausgespielt hat, sondern wo wir ihm geholfen haben. Also das macht wenig Sinn. Das hatten Sie ja auch schon vor dem Spiel kritisiert. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass das heute wieder passiert ist? Nein, eine Erklärung habe ich doch nicht. Ich meine, andersrum, man sieht ja, was wir für einen Aufwand betreiben und wie wir spielen letztendlich. Und für uns wäre es halt einfach mal wichtig, dass wir jetzt in der Zukunft dann selber mal in Führung gehen, wenn die Spieler liken. Man hat ja gesehen, zum Beispiel auch zweite Halbzeit, wir kommen raus, wir machen das Tor, dann machen wir das zweite und haben wieder noch Möglichkeiten über Möglichkeiten, wie wir es dann spielen können. Und wir haben nicht eine einzige Torchance mehr zugelassen. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, nach dem 1-0, wenn ich jetzt mal die ganze Stunde, eine Stunde nehme, haben die ja nicht einmal aufs Tor geschossen bei uns. Und das haben einige gut gespielt. Kompliment auch hinten an die beiden Innenverteidiger. Und dann mit Poppy nachher als Sechster vor, als Obi verletzt war. Ich denke, dass das eigentlich sehr gut gespielt war. Und zum anderen gefällt mir das eigentlich, wie wir die Chancen rausspielen, wie wir es dann rausspielen, was für Möglichkeiten wir haben. Wie gesagt, das Einzige, was im Moment noch so ein bisschen im Argen liegt, ist halt eben, dass wir zu viele Chancen liegen lassen.